Noch 40 Tage dauert es, bis ganz Europa nach Wien blickt und ganz im Bann des Eurovision Song Contest sein wird. Mittendrin und jetzt schon vor Ort ist Dean Vuletic. Der in Australien geborene Historiker mit kroatischen Wurzeln ist ein Song Contest-Fan. Seine Liebe geht sogar so weit, dass er sich auch in seinen Forschungen mit dem Thema wissenschaftlich auseinandersetzt. Die Erkenntnisse sind Vorlesungsstoff an der Uni Wien. Für Dean Vuletic war der Eurovision Song Contest die Brücke nach Europa. Heute lehrt er darüber an der Uni Wien. Der Wettbewerb berührt und scheidet die Geister des Publikums. Letztes Jahr war es Conchitas Sieg und Polens Beitrag. Und dahinter steckt für Dean mehr als nur Popmusik. Jedes Land schickt eine Message. Alle Länder machen das. Sie benutzen den Song Contest, um ein modernes, westliches, demokratisches Image von sich selbst zu fördern. Und das war immer so. Polens Nummer ist für ihn eine bewusste Provokation und Parodie auf slawische Klischees. Conchitas Sieg hat dem Image Österreichs auf jeden Fall gut getan. Neben Skifahren, Sissi und Mozartkugeln ist jetzt anderes in den Vordergrund gerückt. Mehr Leute in der Welt wissen jetzt, dass Österreich mehr tolerant ist, dass Österreich ein vielfältiges Land ist. In der heutigen Vorlesung spricht er auch über Marokkos einzige Teilnahme 1980. Mitmachen wollten sie schon öfters, haben jedoch aufgrund gleichzeitiger Teilnahme Israels, wie zum Beispiel letztes Jahr, wieder abgesagt. Irland hingegen hat keinen Versuch ausgelassen und bereits 7-mal gewonnen. Ob es dafür ein Rezept gibt? I think Irish performers like to have a lot of fun on the stage. Irland hat immer sehr viel Spaß auf der Bühne. Und wir werden auch sicher heuer alles tun, um zu gewinnen. Die Studenten hier werden den Song Contest nach Deans Vorträgen bestimmt mit etwas anderen Augen sehen. Die Verbindung vom Song Contest zur europäischen Geschichte und zur europäischen Entwicklung im letzten Jahrhundert, das habe ich vorher ehrlich gesagt nicht gewusst, dass das eine starke Verbindung besteht. Man ist gespannt, welche Message der Song Contest in Wien heuer bringt.